Hallo Lebenschampion, schön, dass du in dieses Video hineinklickst. Mein Name ist Jürgen Zwickel, ich bin dein Coach und Potenzialmaximierer. Und in diesem Video geht es heute um einen wichtigen Gedanken. Um einen Gedanken, den wir uns immer wieder wirklich bewusst machen sollten, beziehungsweise eine Frage, die wir immer wieder uns selbst stellen sollten. Klingt spannend, um welche Frage und um welchen Gedanken es geht? Dann bleibe dran und entdecke in dir, was möglich ist. Es geht heute um einen Gedanken, beziehungsweise um eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten und um einen Gedanken, der immer wieder Raum in uns einnehmen darf. Was ist nun diese Frage oder was ist genau dieser Gedanke? Du kennst das vielleicht. Die meisten Dinge, die wir täglich tun, tun wir aus Gewohnheit, aus Routine. Das ist einerseits natürlich auch gut und unterstützend, denn alles, was wir aus Gewohnheit, aus Routine tun, kostet uns weniger Energie. Wir sparen Energie und wir sind es gewohnt, die Dinge so zu tun, wie wir sie tun. Das geht los im Handeln, das geht weiter über unser Verhalten natürlich, aber auch über unsere Sprache, über unser Denken zieht sich das entsprechend durch. Dennoch sage ich, es ist wichtig, immer wieder diese Gewohnheiten, diese Routinen wirklich zu hinterfragen. Sowohl unser Denken zu hinterfragen, unsere Kommunikation zu hinterfragen, unser Verhalten und unser Handeln zu hinterfragen. Und wie können wir das tun? Mit einem wichtigen Gedanken, wenn wir diesen zulassen. Und dieser Gedanke lautet: Hinterfrage Dinge bzw. Abläufe, von denen du glaubst, dass du sie nicht hinterfragen brauchst. Hinterfrage Dinge bzw. Abläufe, von denen du glaubst, dass du sie nicht hinterfragen brauchst. Oder umgemünzt in eine Frage: Was kann ich hinterfragen, von dem ich glaube, dass ich es nicht hinterfragen muss? Was kann ich hinterfragen, von dem ich glaube, dass ich es nicht hinterfragen muss? Ist das nicht spannend? Und ich gebe dir hier, wie gesagt, diesen Gedanken mit. Hinterfrage bei dir doch eine Sache, was auch immer das ist, von der du glaubst, dass du sie nicht hinterfragen brauchst. Und wahrscheinlich ist das eine liebgewonnene Gewohnheit, eine Routine. Doch nur weil das eine Routine, eine Gewohnheit ist, bedeutet das ja noch nicht, dass das für uns die beste Vorgehensweise, die beste Kommunikation, das beste Denken ist. Also, was willst du hinterfragen, von dem du glaubst, dass du es eigentlich nicht hinterfragen brauchst? Ich wünsche dir, dass du darauf eine spannende Antwort findest, dass diese Antwort dir hilft, neue Perspektiven zu entdecken und sich diese neuen Perspektiven dann wieder positiv auf dein Leben auswirken. Ich freue mich, wenn dieser Impuls, dieser Gedanke, dieses Inspirationsvideo dir wieder geholfen hat, ein neues Bewusstsein gerade zu dieser Thematik auch aufzubauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es gerne weiter, teile es gerne mit anderen. Gib mir gerne auch einen Daumen nach oben und hinterlasse gerne auch einen Kommentar unter dem Video, was du für dich entdeckt hast, was du hinterfragt hast, obwohl du ursprünglich geglaubt hast, dass du das nicht hinterfragen brauchst. Ich bin gespannt und sage danke auch dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal. Denn dann bekommst du jede Woche ein neues Inspirationsvideo. Auch dafür sage ich herzlichen Dank, wünsche dir weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Denke immer daran, du bist dein einziges Limit. Sei ein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Coach und Potenzialmaximierer, Jürgen Zwickel.